Dann gehe ich jetzt mal. Bis dann, tschüss. Katja Berg ist Sophie und Sophie träumt davon, ihren Vater zu finden. Drei Männer kommen theoretisch in Frage, aber einer kann es eben nur sein. Und der soll sie bei der bevorstehenden Hochzeit zum Altar geleiten. Mama Mia, was für eine Story. Die vatersuchende Tochter kommt aus Thüringen, die Handlung aus dem prallen Leben, die Hits dazu von ABBA. Die ABBA-Songs sind ins Deutsche übersetzt. Ein Risiko, aber eines, das sich gelohnt hat. Jeden Abend ausverkauftes Haus. Mama Mia im Hamburger Operettenhaus ist zurzeit Deutschlands erfolgreichstes Musical. Und Katja Berg aus Gera gehört zu den gefeierten Stars. Katja Berg studierte Gesang, Tanz und Schauspiel an der renommierten Hochschule der Künste in Berlin. Schrieb ihre Diplomarbeit mit Auszeichnung. Ein harter Weg zum Traumjob und eine ostdeutsche Karriere. Ich habe ja insgesamt 6-mal vorgesungen. Das ging den anderen Darstellern nicht anders. Und es war sehr, sehr aufregend. Wir mussten immer wieder neue Szenen lernen, Lieder lernen und viel Improvisation machen in den Vorsingen und Vorsprechen. Und ja, finally I'm here. Und ich bin echt stolz. Also ich bin richtig stolz, weil ich habe hart gearbeitet für den Job. Stimmgewaltig war die junge Thüringerin schon als Baby. Geboren am 27. August 1977, Sternbild Jungfrau. Eigentlich furchtlos. Und immer neugierig auf das, was das Leben bereithält. Sie ist schon früh begeistert, wenn sie ihre Umgebung unterhalten kann. Katja Berg ist so etwas wie die geborene Entertainerin. Heute hat sie dafür eine große Bühne. Mama Mia ist für die 25-Jährige vielleicht der Start in die Traumkarriere, auf jeden Fall aber eine Traumrolle. Dein Blick traf mich wie ein Schuss von vorn. Ein bisschen Smalltalk, ein Lächeln und ich war verloren. Aber bedeutet für mich Lebensfreude. Tolle Musik, tolle Melodien, man hört die Songs einmal und kann sie mitsingen. Und ich habe aber schon immer geliebt. Ich habe alle Songs zu Hause und meine Eltern haben zig Platten und habe schon immer zu Dancing Queen auf dem Bett rumgehüpft. Also, aber es ist einfach nur toll. Rückkehr in die Heimat. Alle paar Monate fährt Katja Berg nochmal nach Thüringen in ihre Heimatstadt Gera. Sie hat kein Auto und das heißt knapp 5 Stunden Zugfahrt mit Umsteigen. Aber die Freude ist größer als die Strapaze. Auf dem Bahnsteig in Gera wartet diesmal schon ihr 5 Jahre jüngerer Bruder René. René studiert in Leipzig und ist extra nach Gera gekommen. Denn die beiden haben sich hier zu einem Nostalgietrip verabredet. Mensch, hat sich nichts verändert im Osten. Musst du gleich sehen. Ob's wirklich so ist, das wollen die beiden jetzt erkunden. Als Katja Berg knapp 3 Jahre alt war, zog die Familie zwar nach Berlin, aber als sie 12 war, kamen die Eltern mit den Kindern zurück nach Gera. Gemeinsam mit dem Bruder geht es nun dahin, wo die Bergs damals wohnten und wo Katja letztlich ihre prägenden Jahre verbracht hat.
Geras Stadtteil Lusan, drittgrößte Plattenbausiedlung in der früheren DDR. War da nicht hier rechts unten die Freundschaft? Ja, die ist der Jugendclub, der ja. Ne? Das Leben in der Platte. Katja und ihr Bruder haben schöne Erinnerungen an diese Zeit. Von wegen, Plattenbau hat negatives Image. Klar, man guckt sich schon ein bisschen in den Kochtopf und man kennt sich, aber wir sind hier groß geworden und dazu stehen wir und es hat Spaß gemacht. Und wir haben ganz oben rechts gewohnt, ne? Boah. Ja, wir standen hier unten am Hauseingang und haben Musik gehört und haben ein bisschen geraucht und bis spät abends und Quatsch gemacht und haben hier Verstecken gespielt. Als sie zum 15. Geburtstag eine Aber Gold-Kassette bekommen, da war ich auch ganz klein, du warst ja, glaube ich, da so 15. 15, ja, ungefähr. Mein 15. Geburtstag war das. Und seitdem total mit Aber infiziert. Mit Aber infiziert. Die Wiege für die Rolle bei Mamma Mia, letztlich stand sie hier, auch wenn es von den Nachbarn vermutlich keiner bemerkt hat. Wir haben immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, in unserem Trabi gesungen wie die Verrückten. Wir sind so gut es ging ins Theater gegangen, haben viel Fernsehen geguckt und Musik gehört und das, was es auch zu DDR-Zeiten eben gab. Ich war damals ganz großer Fan von Inka, weiß ich noch, was hat sie damals gesungen? Spielverderber, Spielverderber, genau. 1199? 1199, genau, das war so die große Jugendsendung. Ja. Und das sind so die ersten Einflüsse gewesen. Sie ist halt sehr extrovertiert, alles was sie fühlt und denkt, das sagt sie auch gleich nach außen. Also man weiß immer, woran man ist eigentlich bei ihr. Und das zeigt sie auch, finde ich, sehr auf der Bühne. Also ihre Herzlichkeit kommt halt auf jeden Fall zum Ausdruck. Und wo ich sie jetzt in Hamburg bei Mamma Mia gesehen habe, habe ich auch gewusst, dass das genau das ist, was ihr am besten tut. Ein Abstecher muss noch sein, wenn sie schon in Lusan ist. Der Crash Club, ein typischer Jugendclub im Plattenbauviertel. Rückblickend auch so ein Meilenstein auf dem Weg zur Musical-Karriere. Genau da habe ich, René, weißt du noch? Ja. Das war ein Tag von meinem... von meiner Jugendweihe. Da habe ich die Mini-Playback-Show gewonnen hier. Mit Shanice, I Love Your Smile. I Love Your Smile. Der Club ist längst umgezogen, das Gebäude geschlossen. Wir sind umgezogen. Oh. Nach dem Erfolg mit der Mini-Playback-Show hatte sie hier noch einen Auftritt mit eigener Band. Damals war sie 14. Ich habe damals bei einer Jugendgruppe gesungen. Die nannten sich damals The Five Wiggle Brothers. Und und da gab es halt drei Rapper und ich war da halt die eine Sängerin und das war sehr, sehr witzig, das waren die ersten Anfänge von überhaupt sich trauen, auf die Bühne zu gehen und was auszuprobieren in sexy Outfits vor Publikum. Fraglos eine Erfahrung, die ihr für die jetzige Bühnenkarriere hilfreich ist. Und trotzdem, Musical-Leben ist kein Glamour-Leben. Probentermin am Nachmittag, Basisarbeit für den allabendlichen Erfolg. Gefeilt wird an Nuancen, denn beim Musical gilt, nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte. Das Ziel ist deshalb, wenn möglich, Perfektion bis ins Detail. Katja, jetzt kommt ein Moment, da wirst du mich lieben dafür. Bring mich aber nicht gleich um.